Hallo schön Leute, willkommen zurück zu Let's Play Village of Zelda. The Wind Waker, der Vogelnatz ist uns noch immer am verarschen. Es wurde ein paar Gespräche und ein paar Sachen drin. Trotzdem, ich habe das Spiel lieber, wenn ich kann lieber auf Deutsch als auf Englisch. BAM! Jawohl, jetzt können wir mit dem Schwert draufschlagen. BAM! 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 Oh, was? Witzig. Alter? Eben warst du mich noch so am Verarschen, jetzt bist du einfach tot? WTF? Yay! Du hast ein Herzkönig gefunden, damit er schnell Energie. Also W T Fuck. Sie Huck Hack Huck Hacke Huck Hacke. Das wundert mich gerade echt. Ich glaube euch aber auch. Okay, dann mal auf zu Gandalf. Der kriegt jetzt richtig auf Fresse. Und das ist ein Pflichtherz-Container, also wenn ihr den nicht einmal holt, könnt ihr ihn nie wiederholen. Es ist lange her, Junge, dass du es bis in das Innere meiner Festung geschafft hast, nötigt mir durchaus Respekt ab. Jedenfalls ist dein Mut beachtlich, oder sollte ich vielmehr sagen, deine Torheit. Gestatte mir nämlich vorzustellen, mein Name ist Ganondorf. Du bist fett geworden! Ich bin der Borgherr dieser sogenannten verwunschenen Bastion. Oh, ist der fett! Egal, ich muss ihn auch töten, auch wenn er fett ist. Lass mich dir eine Frage stellen, Junge, als du dieses Schwert aus dem Stein gezogen hast. Haben sich ja nicht alle die Kreaturen, die vorher gänzlich erstarrt waren, wieder angefangen zu bewegen? Ja. Bist du in der Lage, 1 und 1 zusammen zu zählen? Nein, ich bin dumm, ich bin blond. Und verstehst du, was das zu bedeuten hat? Nein! Die Schwertmundstärke innen das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Und das nicht nur in dem Sinne, dass es im Kampf dämonische Gegner bezwingt. Nein, das ist für mich sogar noch ganz und gar wörtlich zu verstehen. Es ist das Bannsiegel, mit dem wir Dämonen gebannt und eingesperrt werden können. Und du, mein Junge, hast eben jenes Bannsiegel gebraucht und uns so wieder die Freiheit geschenkt. Also hätten wir sozusagen, hätten wir das Mannschwert nicht gezogen, wäre, müsste er für immer in dieser verbundenen Bastion bleiben. Ha? Mit diesem Schwert, dem das Licht fehlt, das Böse zu verbannen, kannst du mich niemals bezwingen. Ich schicke dich ins Jenseits, damit du das dem Schmied dieses Schwerts ausrichten kannst. Der Trumpf sticht nicht mehr. Damit hast du eigentlich im WW-Part mit dem Schwert des Isai gesprochen? Ja, glaub schon. Hä? Tetra! Ich bin Tetra Pak! Ah! Damit, schnell! Ich bin das Tetra Pak! Werbung gilt nicht! Ich hab Adblocker. Hey! Hey, lass mich los! Du kleine schmutzige Ratte. Ich habe einen Adblocker und zwar ist es dieses Dreieck. Er reagiert! Es ist wirklich ein Tetrapack. Mein Trifle der Kraft reagiert auf sie. Hab ich sie also endlich gefunden, Prinzessin Zelda. Hä? Wer ist bitte Zelda? Wovon redest du denn? Ich bin das Tetrapack. Gib dir gar nicht erst die Mühe, dich dumm zu stellen. Wenn du dich nicht selber bist, warum sollte mein Trifles dann? Hä? Das Tetrapack. Nein. Die Werbung. Yeah. Hä? Also, dein App-Blocker. Kannst du dir den Arsch schieben? Ja, das Trifle der Kraft ist der Erdbeer.
Tschüss. Ist Gandalf jetzt Geschichte? Tetra! So. Ob Gandalf jetzt Geschichte ist, das wissen wir leider nicht. Wir können es nur mal hoffen. Phew! Arme Tetra. Keine Sorge, Dominik, sie ist nur bewusstlos. Und deine Schwester geht es auch gut. Sie konnte zusammen mit dem Piraten heil von dieser Insel fliehen. Großer Valu, ihr habt sie vor dem sicheren Tod bewahrt. Ich spreche euch meinen tiefsten Dank aus. Bla 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 bla. Dessen bin ich mir bewusst. Unsere oberste Sorge muss es jetzt aber sein, dass diese beiden so weit wie möglich von Gandalf wegzubringen. Bla bla bla. Wenn ihr das Spiel das im zweiten Durchgang seid, könnt ihr diese Typen auch verstehen. Aber jetzt halt sind wir dumm. Jetzt verstehen wir nur bla 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 bla. Ach ja, die epische Seemusik. Oh, mein Auge. Dominik, die Details bereden wir später. Jetzt müssen wir erstmal erneut in die Welt unterhalb des Meeres. Hallo, bin Gandalf von 1 in 1. Ja, und man trägt die Kleidung vom Anfang. Also halt von Part 1. Hä? Ja, du lebst, Tetra Pak. Aua! Dominik, bist du in Ordnung? Wo sind wir hier eigentlich? Moment, was ist aus diesem Kerl namens Gandalf geworden? Boah, mein Arsch vibriert. Dominik, warum zögerst du? Komm schnell in den Raum, in dem du das Magischwert gefunden hast. Da ist es hier und möglich, meinen Stein zu benutzen. Sag mir, wer bist du? Dieser Stein ist nur für... Das ist Zelda the Windbreaker. Dieser Stein ist nur für... Für Dominik und mich, damit wir in Kontakt bleiben. Niemand hat dir erlaubt, ihn einfach so zu benutzen. Ist mein Skype-Name. Dein Name war Tetra Pak, nicht wahr? Komm zusammen mit Dominik zu mir. Gute Idee, dann kann ich gleich meinen ersten Switch mit dir wechseln. Mach dich schon mal auf was gefasst. Dominik, du verschwendest unsere Zeit, bring mich sofort zu dem Raum, wo sich der Kerl aufhält. Okay. Wieder ein Hyrule. Zick! Das ist aber das letzte Mal, dass ich mein Skype-Addy diesmal in dem Chat preisgebe, noch. Das letzte Mal. Und mein Skype-Addy auch nicht weitergeben. Hua! Hier an diesen Gläsern sieht man zwar nicht, aber ich glaube, ich habe das euch gezeigt. Sind die Weisen aus Ocarina of Time. Du warst also, du hast gewagt, meinen Stein ohne Erlaubnis zu benutzen. Diesen Stein habe ich aus Gossip-Stein schleifen lassen, der seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule verehrt wurde. Du hast ihn machen lassen aus Gossip-Stein, der Königsfamilie von Hyrule? Ich verstehe kein Wort von dem, nur was du da sagst. Ihr habt sie doch bestimmt schon einmal gehört, oder? Die Legende vom Helden, im Wetsch vom Königreich die Rede ist, in dem die Kräfte der Götter ruhen. Und genau jenes Königreich, das ist jener Ort, an dem ihr euch jetzt gerade befindet. Das hier ist Hyrule. Und ich bin der König dieses Landes, Daphnos Johansson von Hyrule. Dominik, kommt dir meine Stimme denn nicht bekannt vor? Du bist der Rote Leuenkönig, ja. Ich weiß, der dich hierher geführt hat, der Rote Leuenkönig. Wärst du mit Hilfe des Mannschwert in der Lage gewesen, gerne zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen, aber nun. Doch wie dem auch sei, ihr beide müsst mir erstmal gut zuhören. Vor langer Zeit hat die gierige Ganon, der sich nach der Kräfte der Götter verzehrt, dieses Land in Hyrule in ein Reich der Finsternis verwandelt. Meine Kraft reichte nicht aus, ihm die Einheit zu gebieten, und so konnte ich nur beten und dieses Land seinem Schicksal überlassen. Ich finde es cool, wenn es ein Zelda-Teil gibt für Wii, wo man zusammen spielen kann. Ja, das wäre echt cool. Da jetzt geht's, seht ihr auch nochmal die Easter Eggs. Die Götter erhörten mein Flehen und schickten ihn eine Sinnflut, die gerne mit seinem Hyrule auf den Grund des Meeres verbannten. Doch verbannt man ein ganzes Volk eines Landes, dann ist es gewissermaßen so, als hätte man es ausgelöscht. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Bannsieger schufen, Nachfahren auserwählt und ihn
in ihn aufgetragen, in die hohen Gebirge zu fliehen, um dort eine neue Zivilisation zu gründen. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Also darf ich das jetzt richtig verstehen, dass es dann der Link sozusagen aus Twilight Princess war, der auf die Berge geflohen ist? Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen. Und wäre gerne nicht wieder auferstanden, dann wäre auch Hyrule niemals aus seinem ewigen Schlaf erwacht. Tetrapack, tritt vor mich. Oh mein Gott, hör auf, die Tetrapack zu nennen, scheiße Tetra! Meine Kette! Dieser Halsschmuck, den du trägst, ist das Trifos der Weisheit und ein seit jeher überlieferter heiliger Familienschatz des Königshauses. Echt cool. Deine Mutter hat in dir mit der Bitte bereits stets gut auf ihn aufzupassen, oder täusche ich mich etwa? Dieses Trifos selbst ist Teil der Kräfte der Götter, die wir so sehr vor Gandalf zu bewahren versucht haben. Die Götter haben es deinem Vorfall anvertraut und ihnen aufgetragen, es vor der Macht des Bösen zu verteidigen. Und du musst diesem Kodex aus alten Tagen entsprechend aufwachsen. Lass mich dir offenbaren, warum. Special Effect. Das Licht! Licht! Hä? Oh mein Gott. Sie hat grünes Haar. Es ist eine Zelda. Und sie hat ein Adblocker. Adblocker der Weisheit. Ich... In deinen Ordern fließt das Blut der Königsfamilie von Hyrule. Du bist die legitime Thronerin dieses Landes. Du bist Prinzessin Zelda. Nein, keine Soundtracks, das sieht aber ein Grabber. Zelda, ich bin... Zelda, ich bin eine Prinzessin. Deine Verwirrung ist nur allzu verständlich. Dominik, ich bin untröstlich, dich in all dies mit hineingezogen zu haben. Oh, jetzt fängt die alte Leier wieder an. Aber jetzt, wo er weiß... Weiß, dass Tetra in welcher Zelda ist, würde gerne alles daran setzen, sie zu finden, um sich der Kräfte zu wünschen. Wenn es erst so weit kommt, ist nicht nur Hyrule verdammt, sondern auch deine Welt wird für immer ein Hindernis gestellt. Das Spiel ist sehr viel besser als jetzt. Ja, ach nö! Dominik, bitte hilf mir noch einmal. Ich schäge einen Stankverdacht, was der Grund für die Schwächung des Masters sein könnte. Bitte kehr wieder mit mir auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf dem Master wieder zu seiner alten Stärke des Bösen zu verwandeln. Jo! Zelda. Es wäre zu gefährlich für dich, dich unsere Sache anzuschließen. Glücklicherweise weiß gerne noch nichts von diesem Ort. Bitte verweile hier und erwarte unsere Rückkehr. Was ist deiner Meinung nach das nächste Zelda außer den NDS-Zeldas? Dominik, brechen wir auf. Das schlechteste Zelda. Keine Ahnung. Links Crossbow Training finde ich schlecht. Dominik! Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber... Es war meine Schuld, dass du und Ariel so viel Leid erdulden mussten. Verzeih mir bitte. Ach, kein Thema. Dann habe ich kein schlechtes Zelda. Bitte pass auf dich auf. Oh, dieser Adblocker, ich muss ihn wegkriegen, sonst kann ich nicht mehr Tetrapack sein. Oh, ja, dann habe ich kein schlechteres Zelda mehr. Ja, Leute, ich würde sagen, ich beende ihn. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!